Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Unlimited Greatness, deinem Podcast für mehr Klarheit, mehr Freude und persönliches Wachstum. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich habe heute wieder einen wundervollen Gast, der schon mal hier war und wir so viel zu besprechen hatten, sodass ich gedacht habe und er zum Glück sich auch nochmal die Zeit genommen hat, dass er nochmal kommt. Und das ist nicht der geringere als der Tobias Beck und ich freue mich so sehr, Tobi, dass du wieder da bist. Hello! Und bevor wir einsteigen, heute geht es um das Thema vom Corporate Trainer zum besten Speaker Deutschlands. Also wie du so diese Hürde genommen hast, wie sich das bei dir entwickelt hat, weil ich glaube, dass da sehr, sehr viele Menschen draußen, viele Trainer, viele Coaches draußen sind und die einfach genau diesen Weg oder diese Hürde nicht nehmen können. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr viel von dir lernen können. Ja, das schauen wir mal. Ja. Und bevor wir eben starten, ich sage ein paar Worte zum Tobias Beck. Und zwar, es fängt ja schon immer schön an, der flog nämlich aus dem Kindergarten, aus der Grundschule und 5 verschiedenen Gymnasien. Er hat eine zertifizierte Lernschwäche diagnostiziert bekommen und er hat trotzdem das geschaffen im deutschsprachigen Raum, was ich glaube sonst keiner in dieser kurzen Zeit geschaffen hat. Er ist nicht nur mein Mentor, er ist auch inzwischen jemand, der wirklich ein Vorbild in diesem Bereich für mich ist, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Vor allem, weil das Dienen bei ihm im Fokus seines Wirkens steht und das gefällt mir total gut. Und das hat er erstmal als Flugbegleiter gelernt, weil da durftest du auch viel dienen. Ja. Und jetzt machst du das in deinen lebensverändernden Seminaren, die Monate im Voraus ausgebucht sind. Du bist gekürt worden von Focus zum besten Speaker im deutschsprachigen Raum, das muss man ja sagen, weil du bist ja auch noch in Österreich, in der Schweiz natürlich unterwegs. Du hast ein wundervolles Podcast, was ich auch regelmäßig höre, was ich euch auch empfehlen kann, bewohnerfreies Podcast. Über 10 Millionen. Fast, ja. 10 Millionen Downloads. Und es war natürlich von 0 auf Platz 1 hochgeschossen wie so eine Rakete. Und das Schöne ist, dass deine Lebensaufgabe ist, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und wir erreichen, oder ich sage jetzt wir, weil ich auch zu der Crew gehöre, wo jetzt inzwischen 300 Menschen zählt. Wir erreichen inzwischen wirklich immer mehr Menschen und das Ziel ist halt wirklich, so viele wie möglich erfolgreich zu machen. Ja. Und nicht nur das, du setzt dich auch noch für die Bildung Jugendlicher ein. Es gibt eine Masterclass für Youngstars und die ist kostenfrei. Und da können wirklich Jugendliche genau das bekommen, was sie leider in der Schule noch nicht bekommen. Ich sage jetzt extra noch, weil wer weiß, wie sich das verändert. Und außerdem bist du Bestseller-Autor. Du hast 3 Bücher inzwischen geschrieben. Du bist Spiegel-Bestseller-Autor. Also das ist ja auch nochmal was ganz Besonderes. Und was ganz, ganz Wichtiges, du verbringst die Zeit natürlich, die du dann frei hast mit deiner tollen Familie, mit deinen 2 wundervollen Kindern, Maya und Emil und deine Frau, die immer an deiner Seite steht. Und lieber dem Huhn, Tobi, und dem Huhn Gisela. Und ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel fehlt, aber wir wollen ja auch in das Thema einsteigen und das wird ja auch in die Shownotes reingeschrieben, weil das ist einfach sehr, sehr toll, was du wirklich in den letzten Jahren geschaffen hast. Schön, dass du da bist. Danke dir. Ja, das, wenn man das so hört. Also erstmal, wir haben auch noch unsere Hühner. Gisela ist mein Huhn davon. Ist auch noch Familienmitglied. Und wenn ich das so höre, ich kann das selber gar nicht so greifen. Deshalb, weil ich natürlich jeden Tag im Tun bin. Das heißt, ich bin jeden Tag dabei, Content zu produzieren, andere Menschen nach vorne zu stellen. Und das Ganze ist im Rückspiegel halt einfach irgendwie passiert, weil ich weitergemacht habe. Ich habe einfach nicht aufgehört und da gab es viele Momente, wo ich hätte aufhören können, aber ich habe halt weitergemacht und ich glaube, das ist das größte Geheimnis, um auf die große Bühne, wenn man das denn überhaupt will, zu kommen, weil Bühne Bühne gibt und Bücher Bücher geben und Interviews Interviews geben und Content Content gibt und wenn ich das einmal verstanden habe und mich selbst dabei nicht vergesse und das im Dienmodus mache, genau wie du es gerade gesagt hast und nicht, ich will jetzt der große neue Supertrainer werden, dann wird es funktionieren. Und es gibt ja viele eben Trainer draußen, die genau diesen Weg nicht schaffen oder vielleicht aber auch nicht wissen, wie. War das von Anfang an deine Vision? War das dein Traum, wirklich deine öffentlichen Seminare zu machen, so viele Menschen erfolgreich zu machen? Oder warst du in dem, was du gemacht hast, im Corporate-Bereich einfach erstmal zufrieden? Wie war das? Also bei mir waren es, um ehrlich zu sein, immer andere Menschen, die mich irgendwo hingeführt haben. Und ich war im Corporate-Bereich sehr zufrieden. Also ich war auch als Flugbegleiter übrigens sehr zufrieden. Ich arbeite ja mittlerweile seit 23 Jahren
bei der Airline. Und ich fliege ja immer noch. Ich habe immer noch einmal im Monat meine Uniform an für ein paar Tage und gehe da Saft verteilen und Kotze wegwischen, weil das wichtig ist in meiner Welt. Das muss jeder für sich bewerten. Bei mir, ich kann nicht Mitarbeiter von Unternehmen trainieren, wenn ich nicht weiß, wie das ist, eine Personalnummer zu sein, wenn ich nicht weiß, wie das ist, was passiert, wenn ich eine Minute zu spät komme, dass ich dann einen anderen Dienstplan bekomme. Das ist mir schon mal wichtig. Also, dass ich die Sprache derjenigen spreche, vor denen ich das machen darf. Und ich war als Corporate-Trainer, also nicht nur glücklich, ich hätte gar nicht glauben können, dass das irgendwie weitergeht. Wobei ich dazu sagen muss, als ich mit 18 Jahren das erste Mal bei Tony Robbins gesessen habe, habe ich schon gedacht, boah, geil, wie wäre das, wenn das mal, das sind die ganzen Verpisserwörter, wie wäre das, wenn man das mal irgendwie, jetzt nur Verpisserwörter, alle hintereinander, nach Deutschland hören, holen könnte, dass ich das 20 Jahre später tun werde. Das ist ja der Unterschied zwischen einer Vision und einem Traum und dem, was irgendwie Realität wird. Das hätte ich nicht geglaubt. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich dazu in der Lage bin, dass ich so viele Menschen dazu mobilisieren kann, das mit mir zu tun. Und da gab es dann andere Menschen auf der Reise, die mir Türen geöffnet haben. Also auch im Corporate-Bereich, wenn ich darüber nachdenke, dass ich 10 Jahre lang, zum Beispiel bei Vapiano, denen es jetzt gerade sehr, sehr schlecht geht und die wahrscheinlich am Markt nicht mehr so sein werden, 10 Jahre tätig war. Also nicht ein Trainingstag, sondern 10 Jahre. Mhm. Ich habe dort die Köche aufgebaut, die Zertifizierungen dafür, die Pins, alles, was es dort so im Trainingsbereich gab, zusammen mit dem Team. Und das waren immer andere Menschen, die dann gesagt haben, doch, den halten wir uns hier. Und darüber bin ich dann an andere gekommen. Das heißt, ich habe, anstatt über Geld und Tagessätze zu reden, habe ich gefragt, wie kann ich noch mehr dienen? Es gab Situationen, und ich glaube, das ist der Grund, warum ich da heute so etabliert bin. Wir haben Conventions gefahren für die Unternehmen, in denen ich war, in der Wüste von Katar, in Wien. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, als einer der Vorstände zu mir sagte, Tobi, sag mal, wie hast du es geschafft, dass wir diese Veranstaltung hier jetzt in dieser Location machen können? Und da habe ich gesagt, ich war vor 3 Wochen hier. Ich bin nach Katar geflogen. Und dann sagt er, aber du hast da keine Rechnung für eingereicht. Ich sage, brauchst keine Rechnung eintragen. Mir ist wichtig, dass die Veranstaltung funktioniert. Und deshalb bin ich da, wo ich bin. Nicht wegen irgendwelcher Trainingsmodelle, nicht wegen dem Tiermodell, nicht wegen dem Bewohnermodell. Das ist alles auf der Reise von 15 Jahren Corporate Trainings entstanden. Ich habe diese Modelle, Tiermodell, Bewohnermodell, irgendetwas, was dein Fingerabdruck am Markt ist, Fußstapfen anstatt Staub zu hinterlassen, nicht 3 Tage in den Unternehmen gemacht, sondern immer über Jahre hinweg. Jeden, den du bei Bugatti fragst, jeden, den du bei Vorwerk fragst, jeden, den du bei Vapiano fragst, der wird dir diese Dinge sagen können. Und dann kam irgendwann der Moment, dass Gedankentanken da war als Plattform, die ich ja nicht mal kannte. Also ich wusste ja damals nicht mal... Damals waren sie auch noch nicht so bekannt, muss man ja auch dazu sagen. Und dazu gibt es auch eine lustige Geschichte, dass dieser Tiermodell-Vortrag, der mittlerweile über 2 Millionen Mal alleine bei YouTube downgeloadet wurde, wo ich alleine darüber... Übrigens sehr empfehlenswert. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Allein darüber habe ich ja hunderte von Keynotes auch verkauft, wo dann die Kunden sagen, wir wollen genau das. Aber wenn ich das jetzt angucke bei YouTube, denke ich, mein Gott, warum schrei ich denn da so? Und wie sehe ich da überhaupt aus? Warum bin ich denn so geschwitzt? Die wahre Geschichte dahinter ist, es war Mitternacht. Ich war um Mitternacht dran, ich habe aber am selben Tag morgens ab 8, also ich bin um 6 Uhr aufgestanden, 300 Kilometer von Zürich entfernt in der Schweiz, habe dort einen Tagesworkshop gegeben und bin nach dem Tagesworkshop im Feierabendspaß zu Gedankentanken gefahren. Ja. Das war für mich nicht, oh wow, Gedankentanken, ich muss das jetzt irgendwie proben. Ich habe mich da hingestellt, 20 Minuten, Fatih muss ins Bett, ich habe morgen wieder einen Vortrag. Als Corporate-Trainingstag 8 Stunden durchziehen, wie ich es die letzten 15 Jahre gemacht habe. Und der Grund, warum dieser Vortrag so eingeschlagen ist, ist, weil ich es hunderte, wenn nicht tausende von Malen vorher gemacht habe. Und das darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Erst den Keller ausheben als Trainer, Speaker, Coach und Berater. Mit
ich sage immer, steht auch in einem neuen Buch, die Rede deines Lebens, gehe mit dem Vorstand in die Sauna. Und da ist nicht die Sauna gemeint, dass du nackt mit dem Vorstand in der Sauna sitzt, sondern dass jeder in dem Unternehmen über dich und deine Trainings spricht. Und wenn du das nicht hinbekommst, dann solltest du keine Trainerin oder kein Trainer werden. Punkt. Du bringst so viel Leistung. Du änderst so viel in diesem Unternehmen, egal in welchem Bereich du tätig bist, bis alle in der Abteilung unter dem Vorstand nur noch über dich und deine Trainings reden. Und dann wird irgendwann der Vorstand kommen und sagen, kann ich da mal mitmachen, können wir mal Abendessen gehen? Und dann hast du deinen Fuß in der Tür. Exzellente Arbeit leisten. Ja. Und, so wie du schön sagst, auch Proof of Concept aufbauen. Also das, was du machst, auch wirklich gut machen, also wirklich gut auch machen und liefern. Auf einer Dienstbarkeitsebene. Ja. Nicht als Held, sondern als Dienst. Ja. Leister. Ich hatte hinterher, das darf man eigentlich gar nicht erzählen, ich hatte von den Unternehmen, wo ich so lange tätig war, Vorwerk, Franke, Vapiano, wie sie alle, hatte ich einen Zentralschlüssel. Ich konnte da Tag und Nacht als Externer, ich war ja nirgendwo angestellt, ich konnte reingehen, wo ich wollte. Ich konnte nutzen, was ich wollte, weil ich so lange gedient habe, bis dieses Vertrauensverhältnis hergestellt war. Weil ich niemals Nein gesagt habe. In 15 Jahren. Ich erinnere mich an ein Telefonat, da war bei uns eine Party am Folgetag in Kelsterbach, als ich mit Rita dort gelebt habe. Da kam ein Anruf von dem Präsidenten von Vorwerk USA, der sagte, Tobi, kannst du morgen Nachmittag in Los Angeles sein, um für uns hier eine Präsentation zu machen. Wir führen den Thermomix ein. Wir müssen da mit einer Marketingagentur sprechen. Du hast eine Green Card. Du bist seit Jahren in unserem Unternehmen. Ich hatte am nächsten Tag die Party meines Lebens. Glaubst du, ich sage nein? Selbstverständlich fliege ich dahin. Gerne mache ich das. Das habe ich noch nie erzählt. Ich bin nach der Geburt von Maya. Und ob das gut ist oder nicht gut, das mag ja jeder bewerten, wie er will. Maya kam 2 Wochen später als der vorausgerechnete Geburtstermin. Gott sei Dank habe ich ja auch viel von gelernt. Vor allem meiner Frau nicht auf den Sender zu gehen und alle 3 Minuten zu fragen, wann geht's denn los? Ne? Ich bin nach der Geburt von Maya am selben Morgen mit dem Koffer aus dem Krankenhaus nach New York geflogen zum nächsten Termin. Ich habe den gesamten Flug von Frankfurt nach New York, der ging über Stockholm mit SAS, durchgeheult, weil ich meine Tochter auf dem Arm hatte und in dieser Zwickmühle war. Ich sollte schon 9 Tage vorher stattfinden, dieser Termin. Und ich sage nicht, dass das richtig ist. Ich habe den Termin in New York gemacht, bin am selben Abend wieder zurückgeflogen. Und dieses ganze Zerwürfnis, andauernd Entscheidungen treffen zu müssen. Aber ich konnte auch die Leute in New York nicht enttäuschen. Ja, das ist verständlich. Also ich kann es gut verstehen, ja. Und niemals Nein zu sagen, niemals die ersten Jahre über Tagessätze zu verhandeln. Beate, ich habe angefangen damals mit 300 Euro Tagessatz bei der 1&1 Internet. Dann war es irgendwann 500, dann war ich über bestimmt 6 Jahre bei 600 Euro, 700 Euro, mal ganz mutig bei einem neuen Kunden bei 1000. Nicht Monate, Jahre, ein Jahrzehnt. Und dann kamen dann die Momente, woraus all das hier entstanden ist. Übrigens auch durch Schmerz, nicht durch Lust. Ich stand bei einem Seminar in Singapur und wollte mich bei einem meiner Trainer bedanken dafür, dass ich diese ganzen Dinge, die du auch in deine großartigen Seminare und Trainings reingegeben hast, des Superlearnings gelernt habe. Accelerated Learning, ja oder ja, High Energy, heb deine Hand, mach dies, mach jenes. Und darüber hatte ich dann irgendwann, und wir spulen jetzt gerade 5 Jahre vor, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, hatte ich dann irgendwann über die Jahre meinen Tagessatz verfünffacht. Das heißt, dann lag ich dann irgendwann, kannst du ja rechnen, 15, 15, 20, 25, bei ungefähr 2.500 Euro Tagessatz oder Stundensatz. Da habe ich schon angefangen, ein paar Keynotes zu geben. Ich kam vor Glück überhaupt nicht in den Schlaf. Ich hab zu Rita gesagt, weil viele, die das hören, bestimmt auch. Wir denken, 2.500 Euro am Tag, das ist doch mega. Ja, das ist ja mega. Das war ja mega, mega.
Und Rita und ich, wir sind nackend um den Weihnachtsbaum gerannt. Wie sollen wir das denn ausgeben, wenn ich das zähle? Dann war ich irgendwann so vernetzt, dass ich hätte 40 Trainingstage im Monat verkaufen können. Aber alleine 10 mal 2,5 Kilo ist doch mega. Kann ich ja gar nicht ausgeben. Und dann stehe ich in diesem Raum in Singapur, nehme ein Mikrofon, 400 Asiaten im Raum, einer meiner Mentoren auf der Bühne, und ich sage, I just wanted to say thank you. Ich wollte einfach nur Danke sagen. Ich habe meinen Tagessatz verfünffacht, alles, weil du mir diese Superlearning-Tools beigebracht hast. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um die so zu modellieren, dass die in Deutschland auch funktionieren. Deutschsprachiger Raum, vielen Dank dafür. So, jetzt habe ich natürlich gedacht, sagt der, oh, das hast du ja super gemacht. Hast du toll gemacht, Tobi. Also, lieber Tobi, hast du ja super gemacht. Ich bin stolz auf dich. Genau, ich zeige dir jetzt, wie du den 7-fachen Tagessatz bekommst. Dachte ich, dass er das sagt. Und jetzt musst du dir vorstellen, das war ein Raum, der war so, also die Bühne war hier und der war so länglich. Also 200 Menschen hier, 200 Menschen da. Ich sitze in der vorletzten Reihe, hinter mir eine große geschnitzte Tür. Eine unangenehm lange Sprechpause. Die Leute fangen so langsam an, sich zu mir umzudrehen. Also guckten immer zwischen dem Coach, Trainer und mir. Und dann hat er was gesagt, also das Gegenteil von dem, was ich in dem Moment erwartet habe. Dann hat er gesagt, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an den Satz denke, weil der hat wirklich alles verändert. Der hat mir in die Augen geguckt und dann wurde der rot und wütend und hat dann nur gesagt, erstmal hat er gesagt, you didn't understand anything. Also du hast gar nichts verstanden. Und dann hat er halt gesagt, you're a fucking German coward. Du bist ein verfickter deutscher Feigling. Und als er das gesagt habe, wollte ich in dem Moment ansetzen und ihn fragen, ob er so noch alle hat, das mir zu sagen. Ich habe mich gerade bei dir bedankt. Sag mal, redest du mit jemand anderem hier im Raum? Und dann hat er nur seine Hand nach vorne genommen und gesagt, stop, shut the fuck up. Wie viele Arbeitsplätze hast du geschaffen? Wie viele Bücher hast du geschrieben? Wo ist dein Podcast? Wie viele soziale Dinge hast du getan? Wo trainierst du, wo du kein Geld bekommst? Wo sind diese Dinge? You didn't understand shit. Leave my room. Und dann, ich konnte überhaupt nicht fassen, was er überhaupt gesagt hat, bin ich wütend geworden. Dann habe ich meine Tasche genommen, ich habe Gott sei Dank nicht fuck you gesagt. Das habe ich nach 23 Jahren Lufthansa übrigens gelernt, nicht zu denken, nicht zu sagen, was ich denke, zu Passagieren, wenn du angeschrien wirst, wenn du Leute, die sich besaufen, deren Kotze wegmachst, das bringt dich irgendwann dazu, dich in so einem Moment zurückzuhalten. Bin ich rausgekommen. Vor der Tür steht einer seiner Coaches. Ich habe einen knallroten Kopf. Sagt er, wo gehst du hin? Ich sage, ich fliege nach Hause. Und ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, habe ich gesagt. Ich habe ein Folgeseminar gebucht, da will ich meine Kohle zurückhaben. Der hat sie ja nicht alle. Und dann hat er gesagt, was hat er denn zu dir gesagt? Dann habe ich das wiederholt. Und dann hat er mir nur in die Augen geguckt und sagt, and? Is he right? Hat er recht? Und danach habe ich all das aufgebaut, was du kennst. War das der Moment praktisch, wo du wachgerüttelt wurdest durch diese Ansprache? Das war der Moment, wo ich entschieden habe, dass es nicht um mich geht. War der Moment, wo ich entschieden habe, dass ich, Tobi Beck, in der Verantwortung bin, anderen Menschen Arbeitsplätze zu geben, Sozialversicherungsabgaben zu zahlen, mich nicht nach Dubai zu verpissen, sondern das hier zu tun, in dem Land, wo ich geboren wurde, das mir alles ermöglicht hat, hier das zu machen. Und danach hat die Masterclass begonnen. Danach gab es das Personality Bootcamp. Danach die Public Speaking Academy, Own the Stage, der Podcast, Instagram, all das, die Bücher, all das wegen einer klaren Ansprache. Aber das heißt, du hast eine Entscheidung getroffen und gleichzeitig, was du vorher erzählt hast, was ich total wichtig finde, auch jetzt für die Zuhörer, du bist durchs Leben gegangen und du hast Chancen gesehen, du hast das, was die Menschen in dir gesehen haben, du hast ja ein Stück bisher mitgegangen. Du hast nicht Nein gesagt, oh nee, will ich nicht, mache ich nicht, sondern du hast einfach dich dem hingegeben. Das heißt, dass das Universum dir geschickt hat, du hast es auch dankend angenommen und so konntest du dich auch weiterentwickeln. Ja, viele wissen ja am Anfang noch gar nicht, wohin die Reise geht. Genau. Und gleichzeitig sagen sie, nee, das nicht, das nicht, das nicht. Ja. Und das hast du ganz anders gemacht. Komplett und somit anders. Konntest auch wachsen. Mache ich immer noch. Ja. Also Albert Einstein hat ja mal gesagt, es könnte immer die Chance deines Lebens sein. Wer sagt denn, dass das hier mein Endresultat ist? Sagt doch keiner. Wer sagt, dass ich so unflexibel bin, dass ich mit 75 oder 80 nicht was komplett anderes mache? Das Wichtigste ist, dass ich von dem besessen bin, was ich tue.
Ja. Beate, ich habe eine Zeit lang auf Weihnachtsmarktständen Blinklichter verkauft. Ich habe Krawatten aus China importiert. Ich habe Blaubeeren aus Alaska importiert. Ich habe Teddy-Plüsch-Bademäntel in Wohnzimmern verkauft. Weil du dir nicht zu schade bist. Und das ist genau das, was ich auch so liebe, weil du bist nicht abgehoben. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, die auch zu dir kommen, genau aus diesem Grund kommen, weil sie sich in dir sehen. Weil sie einfach sehen, weißt du, ich bin auch normale Frau, ja, oder jemand, der kommt, normaler Junge, normales Mädchen, ja. Und die sehen einfach in dir noch diese Authentizität, dieses nicht abgehoben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade in diesem Erfolg, der manchen, muss man doch sagen, auch doch über den Kopf steigt. Das will ich gar nicht beurteilen, weil es kann ja auch jeder tun, was er will. Nur natürlich, wichtig ohne das zu bewerten. Trotz allem ist es einfach eine Art und Weise, also ich merke es für mich, ich kann mit manchen Menschen besser, mit manchen weniger. Und du bist jemand, der, ich habe auch schon gesehen, du hilfst der Crew zum Beispiel solche Dinge, du machst mit. Klar, wenn ich es kann in dem Moment. Mit meisten Dinge darf ich nicht anfassen. Wir sind so viele und trotzdem machst du es, ja. Und das ist halt das Schöne. Du bist, nur weil du jetzt woanders stehst, natürlich hast du andere Aufgaben und trotz allem bist du dir nicht zu schade, auch die Aufgaben zu machen. Und weil du auch weiter bei der Flugtanza, also, ja, gerade hier helfen die viele Leute. Auch noch weiterhin fliegst, ja. Ja, und das ist halt das, weißt du, ich, zum Beispiel, wenn ich in der Lanxess Arena rede, vor 15.000 Menschen, Da gibt's dann so Backstage, kriegst du so ein Puder damit ins Gesicht, damit man nicht glänzt. Möchten Sie gerne Pfefferminztee mit frischer Minze, frische Beeren? Am nächsten Tag trage ich eine Uniform und sage, hätten Sie gerne Eis in Ihren Orangensaft? Ich ja. brauche aber diese Balance, um nicht abzuheben. Und hättest du mir vor 5 Jahren gesagt, dass ich für den gleichen Inhalt, ich rede ja seit 20 Jahren das Gleiche, ich habe einen Mentor gehabt, da war ich 23,5. Das war in meiner Vertriebszeit, stand ich in einem Garten von Detroit bei einem Multimillionär, der mittlerweile Milliardär ist, den ich gefragt, der war übrigens auch Speaker in den USA, ein ganz großer. Und den habe ich gefragt, was muss ich tun, um auch Trainer zu sein, so wie du? Und dann hat er damals einen Satz gesagt, er hat gesagt, du brauchst eine Rede, du brauchst ein Programm, nur eins, um, es war die, in dem Fall war es materiell, Multimillionär zu werden. Hättest du mir gesagt, vor 5 Jahren noch, vor 20 hätte ich dir einen Vogel gezeigt, vor 5 Jahren, dass Menschen für 30 Minuten Tiermodell 13.595 Euro bezahlen und sagen, Herr Beck, bitte kommen Sie zu dieser Veranstaltung. Wir holen sie von zu Hause ab. Hauptsache, sie sind da. Ich hätte gedacht, du tickst nicht sauber. Ich hätte gedacht, das ist gar nicht möglich. Und da kommen wir wieder zu den Grenzen auch, die in unserem Kopf auch sind, ne? Also was ist möglich, was ist nicht möglich? Meine Grenze als Flugbegleiter mit 18 war 1278 D-Mark netto. Das war mein erster Gehaltscheck. Und daneben habe ich Orangen ausgepresst bei Maché Mövenpick für 10 Mark die Stunde. Ja. All der Rest kam durch Fleiß, nicht durch Wissen oder Können. Da gibt es andere, die sind viel intelligenter, machen tolle wissenschaftliche Arbeit. Bin ich der Falsche für? Ich bin einfach nur ein Arbeitstier. Ja, und das machst du sehr, sehr gut, was du machst, weil das, was gerade entstanden ist, ist ganz, ganz toll. Und vor allem dadurch kannst du sehr, sehr viel Mehrwert für andere Menschen dadurch anbieten. Und im Blick auf die Uhr ist es tatsächlich jetzt schon so, dass ich denke, Mann, Tobi, jetzt könnte ich wieder immer noch eine Stunde mit dir sprechen. Das ist unfassbar. Ja. Und ich möchte gerne, dass wir haben ja uns im Vorfeld drüber gesprochen. Du hast gesagt, du hast auch noch ein Angebot für die Community. Die mhm. sagen, oh, der Tobi, der ist so toll, mit dem möchte ich gerne weiterlernen, mit dem möchte ich gerne weitergehen. Was hast du uns heute mitgebracht? Also wir haben ja verschiedene Online-Kurse. Einmal gibt es den Unbox Your Relationship Online-Kurs und den Unbox Your Life Online-Kurs. Die könnt ihr haben für die Hälfte, für 95 Euro. Was aber zu diesem Thema hier viel spannender ist, ist unser Public Speaking Academy Online-Kurs. Gerade habe ich ja viel über den Rahmen gesprochen. Also wie hat Tobi das gemacht? Was für viele spannend ist, ist natürlich wahrscheinlich die Zeit, wie werde ich von dem 500-Euro-Tagessatz Trainer zu dem 2.500 Tagessatz Trainer oder im Ansatz Speaker. Und das ist übrigens Handwerkszeug. Das glaubt immer keiner. Du warst selber da.
Das und es funktioniert tatsächlich? Es funktioniert. Ich habe es mir auch nicht selber ausgedacht, sondern ich habe es von meinen großen Mentoren auf der Welt gekauft. Von Richard Branson, von T.F. Eker, von Les Brown. Habe ich eine Viertelmillion Euro, 250.000 Euro, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, in meinen Kopf investiert, bis ich überhaupt verstanden habe, was die Trainingswerkzeuge der Meister sind, der Merlins unserer Branche. Und dazu gibt es einen Online-Kurs, der Public Speaking Academy Online-Kurs. Den machen wir in die Shownotes rein. Und da kannst du wirklich tagelang, wahrscheinlich, um es zu verstehen, wirst du, um ehrlich zu sein, Wochen brauchen, um das zu üben, bis der Kunde dir wirklich so viel mehr Geld bezahlt, weil dafür musst du ein paar Tools anwenden. Und das Feeling auch dazu entwickeln. Und deswegen kannst du es nur, wenn du es tust. Das kann ich selbst von meinem Beispiel auch sagen. Am Anfang fühlte sich das komisch an und heute ist es mein Handwerkszeug. Also dafür bin ich auch dir sehr dankbar, dass ich das bei dir lernen durfte. Und da gibt es auch ein Angebot? Da gibt es auch ein Angebot, das machen wir unten in die Shownotes rein. Alles klar, perfekt. Ja. Dann zum Schluss ein paar Fragen ganz kurz. Ja. Gibt es eine Persönlichkeit, die du gerne kennenlernen möchtest? Ja, es gibt viele Persönlichkeiten, die ich gerne kennenlernen möchte. Ich möchte gerne ein Abendessen, mein Lebenstraum wäre ein Abendessen mit Les Brown, mit dem ich schon einmal eine Stunde verbringen durfte, alleine im Backstage. Und da habe ich mehr gelernt als in 50 gelesenen Büchern zusammen. Wow. Welche sportliche Fähigkeit hättest du gerne? Alle. Gerade an Jens und dich denken und dein Wohnzimmer. Ja, also ich bin ja der Körperklaus vorm Herrn, ist übrigens auch so ein Ding. Ich mache Sport nicht, weil ich Sport toll finde. Gibt ja Menschen, die ziehen da Lust raus, ich nicht. Ich mache das, um mit 85 noch auf der Bühne stehen zu können, um zu dienen. Ansonsten bin ich ein rundweg fauler Mensch und würde am liebsten mit Weißwein bei uns in der Hängematte hängen und die Hühner angucken. Wann fühlst du dich persönlich herausgefordert? Herausgefordert fühle ich mich immer dann, wenn mir jemand sagt, ich kann das nicht machen. Das ist nicht, so geht das nicht, Tobi. Du musst dich an die Regeln halten, du bist dafür, du bist doch schon erwachsen. Ich leide ja am Peter-Pan-Syndrom, ich weigere mich ja, ins Erwachsensein zu gehen. Und da bin ich eher Pippi Langstrumpf als Annika und bei Astrid Lindgren. Und wenn mir jemand sagt, das geht nicht, das ist mein größter Treiber. Sehr schön. Was magst du besonders gerne an dir? An mir mag ich gerne, dass ich in Extreme ausschlagen kann, was das Thema Begeisterungsfähigkeit angeht. Ich bin da wirklich immer noch mit 42, ich hoffe, ich kann mir das halten. Wenn ich einmal im Fluss bin, dann kann ich mich da reinsteigern, als gäbe es kein Morgen. Oh ja, und das kann ich auch bestätigen. Begeisterungsfähigkeit eines Kindes und das ist deswegen so wundervoll. Ja, also ich weine mit, du bist ja oft dabei als Crew, wenn da jemand einen Durchbruch hat vor mir, da weine ich mit, weil ich sage, krass, wenn derjenige jetzt wüsste, was dieser Durchbruch in 10 Jahren bedeutet, da bin ich halt wie ein kleiner Junge, der so vor der eingepackten Eisenbahn steht und sagt, ich sehe sie schon, die Eisenbahn, und du noch nicht. Und viele deine Teilnehmer hast du ja auch wachsen sehen und die dann auch wirklich Ergebnisse bringen. Und das ist ja das Schöne, dass es eben nicht nur Worte sind und nicht nur mal irgendwas kurz, sondern es kommt ja wirklich was dabei heraus. Und das, am Ende, denke ich, bist du auch sehr stolz drauf. Klar, weil am Ende des Tages gibt es viel Laberei und es zählt halt das Resultat. Und ich darf nie vergessen, und das möchte ich am Ende noch sagen, ist einer der wichtigsten Sätze, den mir mein Mentor Les Brown gesagt hat. Wir standen hinter der Bühne, ich habe dieses ganze Superlearning gelernt, alles von T.H.F. Eker und so. Und dann sagt er, are you aware that you are now a part of T.H.F. Eker? Dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Und dann hat er gesagt, du wirst immer Teil deines Mentors. Und deshalb möchte ich jetzt auch dein Mentor sein, um noch eine andere Energie in deine Speeches reinzubringen. Wow. Und deshalb sei vorsichtig, wer dein Mentor ist. Hörst du auf jemanden mit einer Eierschale auf dem Kopf, der selber noch gar nicht sein Proof of Concept ausgehebelt hat, aber anderen beibringen will, wie man einen Berg besteigt, selber noch nie oben war? Schwierig. Ja. Willst du es mit der Geldenergie mehr, mehr, mehr? Oder möchtest du es mit der Geben-Energie? Das muss jeder für sich entscheiden. Und beides ist nicht gut oder nicht schlecht. Es hat nur immer eine Konsequenz. Absolut. Schöne Worte, schöne Abschlussworte. Tobi, ich danke dir so sehr, dass du jetzt hier warst.
zum zweiten Mal, zur zweiten Folge von meinem Podcast. Und wenn euch das gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Guckt euch den Online-Kurs an, Public Speaking Academy. Es ist wirklich meine 100%ige Empfehlung. Und auch die anderen Dinge, die stellen wir alles in die Shownotes. Und wenn ihr Fragen habt noch zu der Podcast-Folge, dann gerne an mich fragen. Vielen, vielen Dank, lieber Tobi, und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke dir.